Fragen nerven nicht, nee. Ich freue mich. Seid ihr denn an Ömer Toprak, der jetzt gerade gespielt wird, seid ihr an dem interessiert? Wird er kommen? Was kannst du uns dazu sagen? Ja, wenn man die Medien, die Internetplattform letzten Tage verfolgt, sind wir an sehr, sehr vielen Spielern dran. Sind trotzdem alles Gerüchte und zu Gerüchten und Mutmaßungen möchte ich mich auch jetzt heute und in den nächsten Wochen auch nicht äußern. Wenn ich da jetzt darauf antworten würde, würde ich ja gewisse Dinge bestätigen, die ich natürlich nicht bestätigen kann und auch nicht will. Dementsprechend glaube ich, ist es eine Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann. Und Frank auch nicht, denke ich. Fragen nerven nicht, nee. Ich freue mich darauf. Das Gute ist ja, ich kann immer die gleiche Antwort geben. Ich möchte auch nochmal betonen, dass wir jetzt aktuell schon einen Kader haben, der sehr, sehr gut aufgestellt ist, und dass wir eben sehr gezielt eben noch schauen, wo wir noch Bedarf haben, wo wir uns eben auch nochmal in der Breite oder in der Spitze auch verbessern können. Weiterhin bin ich sehr entspannt, weil ich im Gegensatz zu euch alle Gespräche kenne, alle Planungen kenne und mir sehr sicher bin, dass wir nachfolgend jetzt vom Pokalspiel beginnend an immer wieder eine sehr schlagkräftige Mannschaft auf den Platz stellen können. Und dabei ist die Defensive und auch insbesondere die Viererkette natürlich auch für uns ein wichtiger Fokus. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn ein Spieler zu uns kommen möchte, dass es dann aus verschiedenen Gründen auch scheitern kann. Und das ist so. Deswegen haben wir natürlich sehr klare Ideen, welche Spieler verpflichten wollen und müssen aber natürlich immer wieder auch Alternativen und Optionen in der Hinterhand haben.